den Hauen und grüße euch die Buben. Ja, bin wieder ein bisschen unterwegs. Es ist auch schon Nachmittag, wir haben jetzt 14 Uhr. Es ist schlechtes Wetter angesagt, es könnte ringert werden. Ein bisschen habe ich Zeit, ein wenig. Ich habe es am Anfang gesehen, es gibt die Holunderblüten. Sie sind noch nicht so heraus, wie es wird wohl noch eine Woche dahin oder was. Aber ich habe schon so einen Guster drauf. Dadurch haben wir jetzt ein paar kleine mitgenommen und die werden wir da jetzt machen. Ich suche mir da jetzt irgendwo in dem Wald ein kleines Platz, ein gemütliches. Ich habe heute einmal den Mandarino aufgeschnallt auf der Kraxen vom Schweden und habe also ein kleines Bascher dabei. Vielleicht sparen wir sich ein bisschen das Dachl auf. Ah, wer weiß. Egal, aber jetzt gehen wir noch ein Stück und dann machen Sie es gemütlich, weil mir hungert, sie hat noch nichts gegessen. Ah, ich bin da auch gar nicht weit entfernt von meinem alten Lager. Vielleicht schaue ich dort noch einen Hupfer hin, wie es dort ausschaut. Das würde mich schon interessieren, da werden wir meinen Hupfer hingehen und dann schauen wir mal da noch in der Nähe, dann wo ein Platz gehen. Ja, ich muss sagen, es hat sich da schon schön erfangt. Es kommt schon Gras durch, ein bisschen Grün kommt durch. Na klar, das wird noch einige Zeit brauchen. Aber ich denke, das wird schön. Ich lasse das weiterhin in Ruhe und gehe woanders hin. Hat mich noch interessiert, wie es da ausschaut, aber ich bin relativ zufrieden. Ich sage einmal, nächstes Jahr sieht man da wahrscheinlich nichts mehr. Perfekt. Ja, wie gesagt, ich habe da heute meinen Bascher dabei. Den werden wir jetzt einmal ein bisschen aufspannen. So, Bascher steht. Ich zeige euch das schnell. Durchgefadelt. Schnur durch, Steckerl durch. Genauso auf der Vis-à-vis-Seite angespannt. Und hinten auch diesmal mit zwei Stecken angespannt, das Ganze. Ja, wie ihr am Anfang schon gesehen habt, hier haben wir da Holunderblüten gepflückt. Und die werden wir jetzt machen. So, da schmeißen wir jetzt einmal den Teig rein. Jawohl, nicht da rein schon langsam. Schießt schon. Na ja, so. Schauen wir mal. Ein bisschen antröpfeln lassen und ja, Ruhe. Der Vorteil ist, das Gas kann man super, eigentlich super einstellen. Macht man einen kleinen dazu. Haben wir gleich drei auf einmal. Das gibt ja verdammt viel aus. Ja, ich sage einmal, die ersten drei sind eigentlich schon fertig. Schaut euch das an, super braun. Herrlich. Und ich denke, ich werde gleich meinen Kaffee dazu machen. Ja, aber bis mein Kaffee fertig ist, fange ich da einmal an. Mahlzeit. Herrlich. Jawohl, hört sich auch schon. Ja, Freunde, in dem Sinn wünsche ich einmal Brüsterchen, natürlich meine Krankensaison, vorrangig wie immer, und dann der Rest der Welt. Prost. Weiter geht's.
Einmal was anderes. Wie heißt es so schön? In der Natur, aus der Natur. Fast halt. Zeig euch den einmal aus der Nähe. Schön braun. Und natürlich die Stücke haben wir mitessen. Lecker. So, die erste Runde haben wir erledigt. Und jetzt fahren wir die zweite an. Das wird schon wieder und schreit schon. Geht er ans Warz. Noch die drei habe ich nur, weil die machen ordentlich satt. Herrlich. Es ist sogar sehr dunkel geworden, aber das macht mir nichts. Das stört mich nicht so. Na, jetzt kommt die Sonne noch einmal aus der Schapperlot. Weiter geht's. Ja, da hätte jetzt noch Schnee gewesen und ein Nutella gefällt. Spaß. Reicht nicht, das schon als Kalorienbomben. Ma. Ich glaube, den letzten bringe ich gar nicht mehr runter. Wie heißt so schön? Ich bin satt, ich mag kein Blatt. Also eins muss ich auch gestehen. Ich hab jetzt gerade eine Größen erschlagen. Die war so groß, ich brauch nochmal einen Pilotenschein, dass die fliegen darf. Das ist ja Wahnsinn. Eine Mutanten. Naja. Ja, Freunde, jetzt kennst du es sicher genauso wie ich. Gell, wenn es am schönsten ist, kommt auch noch auf. Besuch hat sie wieder mal angekündigt, was soll's. Ja, ich habe jetzt noch eine gute Stunde Zeit. Das heißt, ich packe jetzt schon langsam zusammen und dann ab nach Hause. Höhere Gewalt quasi. Ab jetzt zusammen. Passt wieder, gehen wir. Ja, ist vielleicht eh gescheiter, dass ich jetzt heimgehe. Jetzt geht da unten am Spurplatz gerade die Action los. Die Musik geht schon dahin. Naja. Ja, Freunde, solange es noch halbwegs still ist, werde ich mich gleich von euch verabschieden. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke für dabei sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Mann und vier Techtibuben.